Hallo zusammen, ich habe hier eine Wemo Y45PX. Wir haben von dieser Bauart Kühlboxen zwei Stück. Die 35er mache ich nachher ein Video, verlinke ich euch in der Endcard. Die andere Box ist hier ein Stück kleiner. Genau gleich. Ich habe hier drei Thermometer. Und was habe ich gemacht? Das sagt euch eigentlich kein Prospekt. Ich habe eingestellt auf 5 Grad, habe die laufen lassen und hier oben, das ist die Sonde ganz unten, da habe ich 5 Grad etwa. Und oben, das zeige ich euch nachher, habe ich 9 Grad, 10 Grad fast, 9,9 Grad. Und im sogenannten Warmfach habe ich 13 Grad. Bei einer Umgebungstemperatur hier von plus 20 Grad. Wir machen die runter. Wir haben das Energielabel. Das ist natürlich logisch plus plus. Etwas anderes dürfen wir gar nicht mehr verkaufen. Den Deckel kann man an dieser Box so aufmachen und so aufmachen und natürlich wegnehmen. Wir schauen uns die Box von oben her an. Ich habe hier oben den Thermometer, der 9 Grad, fast 10 Grad hat. Unten habe ich einen Thermometer, der die Temperatur anzeigt, die außen an der Box angezeigt wird. Plus minus ein Grad. Und hier im Warmfach, das ist dieser Teil hier, hat es 13 Grad. Warum ist diese Box hier 5 cm unterm Deckel 5 Grad wärmer als unten? Das ist ganz einfach. Ihr seht vielleicht die Konstruktion. Wir haben hier bis hier den Deckel, wo kein Kühlelement herrscht. Wir haben andere Boxen, verlinke ich euch hier unten, die 46er. Da geht das Kühlelement bis unter den Deckelrand. Das heißt, wir kühlen oben und hier kühlen wir an sich unten. Durch das kühlen wir weniger Volumen und durch das ist es in dieser Box oben wärmer. Und auch dieser Teil ist nicht gekühlt. Da schwappt dann die Kälte so ein bisschen rüber. Und hier haben wir dann auch nicht gekühlt. Jetzt wird natürlich klar bei der Energieberechnung das ganze Volumen gerechnet und durch das wird der Energie Verbrauch gesenkt. Wenn man diese Box effektiv alles Volumen mischen würde, braucht sie mehr und dann braucht sie fast das Doppelte wie die hier, die 46er. Mit 46 Liter Volumen. Das ist das, was hier technisch läuft im Bereich des Kühlelements. Von der Einteilung her, ich kriege hier 1,5 Liter Flaschen stehend rein, sogar PET-Flaschen, auch die ganz hohen Italiener. Und hier in diesem Warmfach kann ich Gemüse einlagern und ähnliche Produkte. Ich habe, man sieht schlecht, doch, da fällt der Gitter raus. Hier unten, man zeigt es auch nicht so. Hier unten habe ich eine Innenbeleuchtung. Ja, hier habe ich das Bedienelement, da bringe ich dann im nächsten Video von der 35er das gleiche Bedienelement. Thermometer machen wir auch raus. Diese Box besitzt ein Secop Danfoss Kompressor, das ist der beste meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Also nicht irgendwie ein chinesischer Nachbau, auch kein Schwingverdichter wie Engel. Weil dieser wird von den Chinesen nicht nachgebaut. Hier hinten bei dieser Box habe ich noch so ein Staufach. Da kann ich Gold einlagern und ähnliche Sachen. Das ist eigentlich konstruktionsbedingt durch
diese Klappe, hier ist der Thermostat und hier ist einfach im Griff noch so ein Hohlraum vorhanden. Die Griffe, ich kann die beidseitig hier hochklappen. Durch das habe ich stabile, robuste Griffe. Auch runterziehen, wenn ihr das im Fahrzeug verwendet, könnt ihr hier mit einer Spanngurte auf einer Öse runterziehen, beidseitig. Oder mit einer Spanngurte hier auf dieser Höhe an die Wand fixieren. Zum Elektrischen. Ich habe zwei Anschlüsse. Ich habe einen 230 Volt Anschluss, beziehungsweise von 96 bis 260 Volt. Also ich kann sie auch 110 Volt verwenden. Und ich habe den 1224 Volt Eingang. Ich kann ihn einstellen von 9,6 bis 32 Volt. Und ich habe hier eine Vorrangschaltung. Das heißt, ich kann das 12 Volt einstecken. Wenn ich auf dem Campingplatz bin, kann ich das Kabel permanent drin lassen vom 230 Volt. Ich kann übers interne Bordnetz vom Wohnmobil oder vom Boot, kann ich den betreiben. Und sobald mir der Nachbar einen Stecker rauszieht, schaltet er automatisch zurück auf 12 Volt. Und wenn ich wieder einstecke, geht er wieder auf 220 Volt. Also das heißt, wenn 12 Volt eingesteckt ist, läuft er auf 12 Volt. Wenn er auf 220 Volt eingesteckt ist, ohne dem 12 Volt Kabel, läuft er auf 220 Volt, 230 Volt, 240 Volt, je nachdem welches Alter das ihr habt und aus welcher Weltregion kommt, habt ihr die drei verschiedenen Spannungen. Und wenn ich beide einstecke, läuft er vorrangig, eben mit der Vorrangschaltung, auf 230 Volt. Ich habe auf dem 12 Volt auch einen auf 3 Niveau einstellbaren Unterspannungsschutz. Das zeige ich euch in diesem Video hier. Vom Einbau her. Wir haben hier, wenn man hier reinguckt, sieht man, da sind Lamellen drin, dahinter sitzt ein Lüfter drauf. Diese Kühlbox braucht hier 2 cm Luft. So, und die zieht hier die Luft an und bläst sie dann hier und hier wieder raus. Das heißt, oder anders gesagt, wir können ja nicht kühlen, wir können nur Wärme entziehen, rein physikalisch. Und diese Wärme muss hier abgegeben werden. Also je besser das hier belüftet ist, desto besser ist der Wirkungsgrad der Kühlbox, beziehungsweise desto tiefer der Stromverbrauch. Zum Energieverbrauch von Kühlbox mache ich euch hier unten irgendwo ein Video in der Endcard. Ja. Hier oben mache ich euch nachher ein Video von der gleichen Box in einem Nissan drin, einem Pickup. Oder ihr seht es nachher. Ja, ist eine einfache, schlichte Kühlbox. Die ganzen Maße findet ihr natürlich unten im Shop oder bei uns in den Katalogen. Da verlinke ich euch auch den Katalog unten im Beschrieb. Ihr könnt natürlich auch bei uns vorbeifahren. Wir haben einen Laden, eine Ausstellung, wenigstens in der Schweiz, aber von Deutschland in die Schweiz ist es nicht mehr so weit. Jetzt, ab morgen könnt ihr wieder kommen, Corona-bedingt. Der Laden habe ich 30 verschiedene Kühlboxen, ne, nicht ganz alle ausgestellt, aber ich habe ein sehr großes Sortiment an vielen Kühlboxen. Ihr könnt auch, wenn ihr mit dem Wohnmobil kommt, die Kühlbox packen hier, rausnehmen, ins Wohnmobil schauen, ob es geht, mit dem Deckelöffnung und so weiter. Wie sieht das aus, wenn so eine Box im Wohnmobil drinsteht? Bei Schiffen ist schlecht, wir haben keinen Wasseranschluss hier. Ich verlinke euch in der Endcard hier ein Video über den Verbrauch von Kühlboxen. Eines, die gleiche Box in Nissan drin. Hier oben die kleinere Schwester oder Bruder. Und hier unsere beste, leistungsfähigste Kühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.